Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich will heute auf eine Community-Frage eingehen von Pavel Kaminski. Pavel, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns eine Frage zu stellen. Und zwar schreibt er: Hey Leute, natürlich möchte ich auch in eine Immobilie investieren. Jetzt die Frage: Wo lerne ich am besten, wie das geht? Dazu mal grundsätzlich, wie man das ganze Thema Steuern, Immobilien und Finanzierung für sich beherrschbar macht, packe ich euch einen Link unter das Video oder packe ich dir einen Link unter das Video. Klickt da mal drauf, da bist du dann schon ein ganzes Stück weiter. Ist es sinnvoll, die Tilgung so gering wie möglich anzusetzen, damit ein positiver Cashflow entsteht? Ist eine berechtigte Teilfrage. Also es ist genau, also aus meiner Sicht ist es sehr unvernünftig, eine nicht funktionierende Immobilie, dadurch, dass ich die Tilgung maximal drücke und somit meinen Kapitaldienst sehr gering halte, also dadurch versuchen, eine nicht funktionierende Immobilie künstlich schön zu rechnen. Genauso schädlich ist es natürlich aber auch irgendwie eine funktionierende Immobilie kaputt zu machen, indem ich mir irgendwie zugunsten von 0,25 Zinsrabatt vom Banker 4% Tilgung aufdrücken lasse und habe dann bei einer Immobilie, die strukturell in Ordnung ist, irgendwie, wenn es das erste Mal temporär Schwierigkeiten gibt und die wird es auf einer Sicht von 30 Jahren irgendwann geben, dann liquiditätsmäßig solche Probleme bekomme. Wenn ich beispielsweise monatliche Bezuschussung nicht mehr leisten kann, dass dann mir ein gutes Investment flöten. Also der Trick ist eigentlich, sicherlich aus Immobilien grundsätzlich einen positiven Cashflow zu haben. Wenn man jetzt die Immobilie als Spezialform eines Unternehmens betrachtet, dann wird ja irgendwie niemand ein Unternehmen kaufen, welches dauerhaft kein Geld verdient, sondern welches er subventionieren muss. Der Trick aus meiner Sicht ist aber, die Cashflow-Rechnung ehrlich zu machen, also positiven Cashflow per Definition zu haben, nicht nur nach Kapitaldienst, sondern natürlich auch nach Bewirtschaftungskosten, sprich Instandhaltungsrücklage, Verwaltungskosten, Mietausfallwagnis und wie gesagt die steuerliche Betrachtung. Deswegen sage ich ja die Themen. Immobilieninvestment, Steuern und Finanzierung gehören immer alle drei ineinander und gehören miteinander zusammen, dass es auch dann wirklich noch positiv ist. Und dann ist natürlich im nächsten Schritt natürlich auch noch eine Frage, was tue ich irgendwie mit dem Cashflow? Verjubel ich den jetzt? Mache ich damit Asset Management bei meinen bestehenden Immobilien? Mache ich neue Zukäufe oder wie auch immer? Also bei Thema Cashflow und Tilgung ist natürlich auch immer noch die eine Option, wenn ich jetzt so, ich kann ja jeden Euro entweder einmal nehmen, steck den in Tilgung und zahle dann halt beispielsweise auf den getilgten Betrag, auf den Euro, den ich getilgt habe, im nächsten Jahr keine 1,5% Zinsen mehr. So weit, so gut oder so schlecht, je nachdem, was für eine Renditeerwartung man in der Geldanlage hat. Oder kann ich den Euro vielleicht auch in Objektaufwertung stecken und von einem Euro, den ich ins Objekt rein investiere, sorge ich dafür, dass mein Objekt um 3 € im Wert steigt und hab diesen Wertzuwachs dann nach 10 Jahren entsprechend auch noch steuerfrei, wenn ich die richtige Form wähle. Also wie gesagt, sind verschiedene Dinge und Opportunitäten, die man bedenken muss. Aber zurück in die Frage rein. Also wir waren ja jetzt zwei Leute, natürlich möchte ich auch in eine Immobilie investieren. Jetzt frage, wo lerne ich am besten, wie das geht? Ist es sinnvoll, die Tilgung so gering wie möglich anzusetzen, damit positiver Cashflow entsteht? Dadurch natürlich der Kredit auf 70 Jahre geht oder so. Beispiel zu den 70 Jahren sage ich gleich was. Kaufpreis 160.000 Euro, Eigenkapital 15.000 Euro, 1% Tilgung, 10 Jahre Sollzinsbindung, effektiver Jahreszins 1,01. Das wäre dann 282 € Monatsrate plus 182 € Hausgeld. Nochmal Nachsatz, bin ganz am Anfang, also entschuldigt. Nee, ist ja so alles, ist ja irgendwie so alles gut, was du schreibst. Und diese Verwirrung hatte
hatte ja jeder irgendwie ganz am Anfang mal, von daher will ich mal von oben nach unten drauf eingehen. Und genau für das Thema gibt es, wie gesagt, auch ja, Ausbildungs- und Coaching-Programme. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, klick mal auf den Link unter dem Video, da bekommst du dann weiterführende Sachen. Jetzt mal die Aussage, Kaufpreis 160.000 Euro, das sagt jetzt erstmal überhaupt nichts aus, weil kaufst du dafür irgendwo eine Wohnung, kaufst du ein Haus, ist das in einer A-Lage, ist das in einer C-Lage, wie hoch ist der Kaufpreis pro Quadratmeter, wie stellt sich dieser Kaufpreis pro Quadratmeter dar im Verhältnis zu Vergleichsobjekten, welche Miete resultiert jetzt daraus, welche Miete wird angestrebt, Eigenkapital 15.000 Euro, ja, das sind knapp 10%, das sind die üblichen Kaufnebenkosten, die man halt bei einer Immobilientransaktion mitbringen sollte. Jetzt so bei 160.000 Euro muss man die halt auch bezahlen, da gibt es wenig anderen Gestaltungsspielraum. Thema 1% Tilgung macht keine Bank mit. Oder wenn es nicht gerade irgendwie die völlige Einhornfinanzierung ist und du mit dem Banker verschwägert bist, üblicherweise sagen Banken, dass Finanzierungen für vermietete Immobilien in spätestens 30 Jahren zurückgeführt sein müssen. Länger haben die keinen Bock, das in ihren Büchern mit rumzuzerren. Also das Thema 1% Tilgung, das ging dann noch aus den Kommentaren in der Diskussion und so weiter hervor. Klar werden in allen möglichen Online-Plattformen erstmal Finanzierungsleads eingesammelt, so mit der Aussage, im Himmel ist Jahrmarkt, aber 1% Tilgung kannst du vergessen. Du brauchst mindestens 2% Tilgung. Also jetzt ein Darlehen mit 2% Zins, 2% Tilgung läuft ungefähr 32 Jahre. Das ist das Längste, was Banken üblicherweise mitmachen. Jetzt ist das Zinsniveau ja nochmal gefallen und liegt weniger bei 2% als vielmehr bei 1%. Und wenn es dann so ist, dass bei niedrigeren Zins, die gleiche Anfangstilgung, da läuft das Darlehen nochmal hinten raus länger als 30 Jahre, wollen die Banken aber nicht. Das heißt, du musst im Moment damit einfach mal mindestens eine anfängliche Tilgung von 2,5 bis 3% kalkulieren. 10 Jahre. Also wenn es jetzt mal an dem Beispiel, so wie du es hier dargelegt hast, im nächsten Punkt kommt dann, wie gesagt, 1% Tilgung hat man schon, 10 Jahre Sollzinsbindung und effektiver Jahreszins von 1,01%. Also das bedeutet, wenn es jetzt eine Bank geben würde, die diese Finanzierung so macht, dann hast du nach 10 Jahren Sollzinsbindung noch 89% des ursprünglichen Darlehensbetrags als Restschuld. Da kannst du ja mal rechnen, wir haben jetzt hier nicht die Höhe der Mieteinnahme, das hast du nicht dazu geschrieben, und auch nicht die erzielbare Miete. Nach Asset Management und nach Ertragssteigerung, sofern das überhaupt möglich ist. Aber wie gesagt, rechne mal, wenn du in 10 Jahren vielleicht diese 89% Restschuldstand mit 1% Zinsen mit 4% weiterfinanzieren musst. Da kannst du ein bisschen Licht ans Fahrrad machen. Also das machen ja nicht nur Banken, weil die keinen Bock drauf haben, sondern das wäre halt für dich auch alles völliger wirtschaftlicher Suizid. Also im Moment sollte man, klar, es gibt, also wie gesagt, das 1% Zinsen, das ist nicht mal das, was ich unrealistisch finde im heutigen Umfeld. Also bei guter Bonität und mit guten Objekten kriegt man das schon hin. Aber das mit dem 1% Tilgung ist halt Schwachsinn. Also wer jetzt mal, wie gesagt, wie der Pavel hier am Anfang steht, der sollte irgendwie mal kalkulieren. Also die Objekte schon mit 2,5% Tilgung und 1,5% Zinsen, je nachdem, wie man es genau machen will, genau. Leihungswertermittlung, ist ein bisschen Eigenkapital drin oder nicht. Und welche Zinsbindung und welche Tilgungshöhe, aber insbesondere Zinsbindung ist natürlich für die Konditionierung nochmal ein Thema. Aber kalkuliert die Immobilien mal so, dass ihr bei der Bank das 2,5% Tilgung und 1,5% Zinsen drin sind.